So, willkommen jetzt wirklich zum letzten Part von Project Blackout erstmal. Und mit erstmal meine ich erstmal die nächsten Monate auf jeden Fall. Jetzt habe ich eine ganze Reihe nochmal am Anfang quasi des Jahres 2014 aufgenommen. Jetzt mache ich den letzten Part. Wir gucken nochmal ins Inventory rein. Reicht also heute für alles. Mit der DS3 will ich aber, die hebe ich mir vielleicht für später auf. Also in vier Monaten vielleicht, wenn es PB da noch geben sollte. Und ja, wir sind, wie gesagt, ich habe mir hier ein bisschen, also ich habe die ganzen PTS hier ausgegeben, so gut wie alles. Ich habe noch ein bisschen übrig und davon will ich mir jetzt eventuell eine Secondary, oder ein Melee kaufen. Ich würde mal sagen, erstmal eine Secondary, die habe ich nämlich noch gar nicht. RB400, wie viel Schaden macht die? 47, 75 sogar. Dafür kostet sie aber auch dementsprechend etwas mehr. Ich nehme aber hier so eine duale. Wie viel kostet da? Die kann ich noch nicht wahrscheinlich, ne? Wegen dem Titel. 28, 28, 64, 84, 78, 78. Die ist gleich. Ja, die ist komplett gleich. Rot oder? Na, ich würde die hier nehmen. Ja gut, komm, nimm mal die hier. Geben wir nochmal 250 PTS aus. Ich spiele das eh dann bald nicht mehr. Oh, jetzt sind wir der Beste hier. Und dann machen wir jetzt den letzten Part. Und ich hoffe, da machen wir auch so viele Kills wie beim letzten Mal. Also, was richtig spannend war, war hier auf jeden Fall Defense letztes Mal. Sag nicht, das ist noch der Account von vorhin. Also, der Server, den ich da geöffnet hatte. Das finde ich ein super spannendes Match immer. Die vierte Runde. Die dritte. Das geht ja noch. So. Dann habe ich ja natürlich noch hier das hier. Und dann die hier. Bam, bam, bam. Ach, hier bin ich bei A. Achso, ich war kurz irgendwie desorientiert. Warum auch immer. So. Das heißt, ich bin blau. Sehr schön. Dann habe ich meine Dame wieder. Meine wunderschöne Dame. Ja, die sehen nicht schlecht aus. So, tot. Oh mein Gott. Unser Panzer ist unter Kontrolle, unter Beschuss. Double kill. Very nice. Und A ist komplett zerstört. Das heißt, wir können jetzt mit hier Feindkontakt auf jeden Fall rechnen. Dass die von A nach B kommen. A. Triple kill. Los, los, los. Sofort zu B hineinstürmen und alles verteidigen. Bam, Alter. Ich spiel voll mit den Gegnern gerade. Ist ja lustig. So, die P90 wieder aufladen. Ah, Bomben habe ich ja schon weggeworfen gehabt. Das sieht nach einer Runde für uns aus. Und so ein 4-0, das ist natürlich super cool. Gerade wenn man immer zu 0 irgendwas spielt, also mit 0 Toten. Bam, tot. 4, 3, 2. Ich schieße einfach mal in die Lüfte. Sehr schön. Wir haben die Runde gewonnen mit 5 Treffern. Und 0 Toten, muss man dazu sagen. Hier kann ich allerdings nicht wirklich die Shelltech zum Einsatz bringen. Okay. Haben wir ja schon mal gesehen, das ist eher, naja, mal gut. Weißt du was, falls wir sterben, nehmen wir sie gleich einfach mal. Irgendwie ist es so, dass die Gegner sofort zu A kommen. Ich weiß auch nicht, warum sie zuerst mal A aussuchen, weil das der kürzere Weg wahrscheinlich ist. So, ich habe einfach mal die Vermutung, dass da gleich jemand kommen wird. Falsche Vermutung. Ich schieße das mal auf. Oh, sehr schön. Hat der jetzt die Arbeit für mich gemacht. A wird wieder angeschossen und A geht wahrscheinlich sofort K.O., weil die meisten hier bei B sind. Oh, Mann. Du KS-Klauer. So nenne ich die auch immer. So, tot. Ach, ist ja richtig easy going hier. Easy going. It's very easy going. Hier hat einer eine Rakete gerade benutzt und damit einen umgebracht. Das habe ich gehört. Der ist wahrscheinlich gerade zurückgegangen. Ja. Tot. Alter, 7-0. Bitte, was ist mit den Gegnern wieder los? Bin ich so gut? Bin ich einfach so awesome? Bin ich einfach so awesome? Ja, bin ich das? Nein, bin ich nicht. Jetzt ein bisschen mit Glück irgendwie wieder verbunden. Die dramatische... Oh, jetzt habe ich kurz darauf nicht geachtet. Jetzt bin ich tot. Die dramatische Musik ist gerade weg. Es irritiert einen voll. Panzer A, der ist sehr unter Beschuss. Nee, ist er gar nicht. Ein bisschen. Jetzt würde da eine einzelne Person gerade drauf schießen. Das ist nicht wirklich. Jetzt kann ich mich auch zum Beispiel gegen Denzio wehren. Wäre der hier.
Mann, sind die schlecht. This is so easy. I see you. You don't. Oh, yes. So lässt sich's leben. Feinde, die mich einfach ignorieren und dabei sterben. Da unten kommt wieder einer. Ich habe ihn natürlich vorher schon gesehen hier. Ja, wo kommst du raus? Ukrainer? Ah, der Arme. Na, kommt da jemand? Kommt da jemand? Okay, die sind ziemlich schwach. Also mit Denzio hatte ich wirklich stärkere Gegner hier. Also 10-1 momentan. Das ist wirklich... Boah, es ist echt schwach von denen. Ark Facility is under attack. So come to A and defense the tank, please. Nö. Es bringt ja nichts, wenn jetzt A zerstört wird und B noch lebt, ne? Ach, so als Sniper-Typi ist das etwas langweilig hier. Langweilig. Da ist einer. Na komm, hier ist B, hier spielt die Musik. Wo gehen die denn wieder hin? Ich glaube, die hat mich jetzt gesehen. Oh, das war doof. Ach komm, ich kill die damit. Naja, gut. Ich glaube, ich nehme die P90 schnell wieder, wenn das noch möglich ist. Nein, zu spät. Dann werde ich sie dann eben in der nächsten Runde machen. Tja, es sieht so aus, als ob diese Runde, diese Tank-Runde jetzt mal ziemlich schnell vorbeigeht. Was für ein Shell-Tag bekommst du aber nicht. So, schießen wir mal auf die Tür, weil das ist uns, das wäre das einzigste Ding, wo man echt kritisch sein kann, weil man nicht genau weiß, ob da ein Gegner hinter ist oder eben doch nicht. So, tot. Noch einer? Nee, habe ich mich verguckt. Ich habe gar nicht meine Granaten eingesetzt. La 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 und Feuer, 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 bam, bam. Noch Fragen? Also das ist natürlich super cool, wenn man alles mit PTS vollbomben kann. Da ist man teilweise wirklich schon OP. Aber nur teilweise. Man braucht natürlich auch Spielgeschick. Sonst bringt das alles auch relativ wenig. Ich glaube, von oben kommt da gleich einer. Uah. Das war sehr gut. Wäre der nicht da, wäre ich jetzt tot. Definitiv. So, jetzt habe ich den gerettet. Der wäre bestimmt ohne mich tot gewesen. Alter, wie? Das ist jetzt aber nicht die feine englische Art, mein Freund. Bringt sie mich einfach um. Das gibt's ja nicht. Nein, bleib hier. Schade. Ich habe wieder die Granaten. Werfen jetzt mal da rein. Dann nochmal hier so ein Gasgemisch. Aber die scheinen alle bei B gerade zu sein und sich für A überhaupt nicht zu interessieren. Also Strategie gibt es hier anscheinend in diesem Team überhaupt nicht. Die ballern einfach auf Gegner drauf. Bringt tut es für diesen Modus nichts. Natürlich zum Beispiel für seine Kill-Death-Verhältnisse, Statistik, aber so auf den Modus bezogen spielen die nicht gerade intelligent. Weil die hier wirklich, obwohl jetzt momentan preschen sie alle auf A ein. Wenn sie das jetzt auf B überleiten können, dann wäre es gar nicht so blöd. So, hier oben habe ich jetzt alles unter Kontrolle. Commander Robin meldet sich hier zum Dienst. Nein! Wow, hat nur 2 HP abgezogen, also halb so schlimm. Wie gesagt, wenn hier jetzt Gegner kommen, hierfür bin ich schuldig. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Das heißt, wenn hier jemand durchkommt, ist es meine Schuld. Gucken wir mal, da ist keiner. Da habe ich jetzt ganz viel Leben verloren. Ach, scheiße. 13-3, aber das ist doch schon eindeutig. Hat jemand geschrieben, ich bin Hacker? Tuzumai, mi, kago en, tupuate madre. Nö, haben sie nicht. Vielleicht kann ich noch einen Kill machen. Ah. Luck, more than luck. Oh, what? Der geht hier einfach in die Luft, der Panzer fast. Dieses Mal war es etwas... Ah, den Death the Kid kennen wir auch. Aus dem ersten Match, da habe ich den öfters mal mit der Sniper gekillt. Und manchmal hat man eben so einen kleinen Bug, dass man da weiterspielen kann, aber nichts passiert quasi. Und ja, der ist nicht schlimm, weil da passiert einfach nichts. Also man kann weiterspielen, wo die anderen eigentlich laden würden. Oh, hier sind viele. Hallo. Ah,
Aber wie der hier durchgegangen ist, sag nicht, das ist hier ein Hacker. Dann wird's aber nochmal spannend. 11-1, okay, das ist ein Hacker. Wieder mal. Wäre auch cool gewesen, hätte ich mal in ein... Oh, Tank A ist gleich down. Und ich muss ehrlich sagen, es ist so sichtlich spannender, als wenn ich jetzt... Oder als wenn wir hier jetzt als Team ganz klar hier Sieger sind. Weil sonst... Also so ein bisschen gegen Spannung hat, glaube ich, keiner was, oder? Spannung ist immer gut. Ist immer eine gute Sache. Okay, ich stehe wieder auf meinem Posten. Und gucke nach Gegnern, die ich abknalle. Oh oh. Oh mein Gott! They are too much! I cannot do, so. Tot. Ah, da habe ich mich verzielt. Da habe ich zu weit nach links gezielt. Jetzt kommen da welche. Er rennt zurück. Er vermutet noch mehr. Oder sind auch mehr? Der ist jetzt aber tot. Jetzt kommen sie! Jetzt kommen sie durch! Schnell! Ich muss die rechte Panzerung wieder verteidigen. Den rechten Panzer. Yeah! Und nimmt diese hier. Bam, bam. Plus diese schöne Kombination hier. Zack. Wow! Der kam von oben. Da hat jemand wohl Wind bekommen. Da ist sie. Ah, das ist doch so eine Hackerin hier. Kann mir keiner sagen, dass sie nicht hackt. Ja, guck mal. Nur Headshots, das ist eindeutig eine Hackerin. Das kann man sogar mit PTS nicht richten. So, du stirbst jetzt schön mal. Ah, das ist doch schön. Jetzt habe ich die Hackerin erledigt. Wow, damit habe ich nicht gerechnet, dass da gleich ein Gegner wartet. Tot. Ich blühe heute auf. Vielleicht kommt doch noch ein Part. Wenn ich so gut bin, muss doch noch ein Part kommen. Hä? Okay. Ich glaube danach... Ich weiß nicht, ich kann die Zeit immer sehr schwer einschätzen. Das ist eben so. Weil, wenn was wirklich ziemlich Spaß macht... Wieder die Hackerin. Da werde ich aber folgendermaßen vorgehen. Ich werfe wieder die Granaten. Dagegen ist er anfällig anscheinend. So, dann das nochmal. So, geil nochmal. Einen geilen Abgang hier. So, wie sieht's eigentlich aus? Mach ich nochmal wieder die Sniper. Och Mensch, schade. Loot Team. Hacken ist aber auch nicht gerade wirklich prohaft. Ganz ehrlich. Gut. Das zerstöre ich wieder mal. Gucken wir mal, ob da ein paar Gegner gleich wieder rauskommen. Wie immer. Das war Dencios Fehler. Der ist da jedes Mal stehen geblieben. Und deswegen habe ich mehr Kills im Endeffekt gehabt als er. Oh, Alter. Das Gute ist, ich hacke gar nicht. Und deswegen finde ich es schön. Oh, guck mal, 23-7, das ist doch super eigentlich. Okay, Tank A ist... Oh! Hä? Das war jetzt wirklich irgendwie komisch. Nice Hack, das ist kein Hack gewesen. Ich hab... Kann man durch die Tür schießen, das ist die Frage. Bei dem Bazar, beim türkischen Bazar, hier die Map, dann ist da ist das wirklich so, dass man durch die Türen schießen kann. Also, wenn man da oben beim Sniper-Posten ist, dann geht das. Hier habe ich... Ich weiß nicht, es war tatsächlich ein Headshot. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es ein Headshot ist, aber... Das Spiel lügt nicht. Das sage ich auch vor allem, wenn die Gegner einen Headshot bei mir machen. Alter, der hat überlebt. Nicht schlecht. Obwohl, das hat mit Gutsein nichts zu tun. Headshot. Ach, die machen mir jetzt gerade so einfach. 26-8. 26-8. Oh my God. Ich hab sie getroffen. Ah. Sehr schön. Der lässt sich schon wieder von mir töten. Ah! Das hasse ich immer. Warum muss ich manche Gegner mal zweimal treffen, ey? Manchmal, auch wenn man... Ich habe zum Beispiel einen Gegner gehabt. Da bin ich auf ihn zugelaufen. Hab ihn hier so getroffen und er hat überlebt und hat mich dann umgebracht. Nur pass auf, du wirst sterben. Ich bin echt ein Monster. Ein Killmonster.
Hä? Double Kill. Achso, ich muss nachladen. Ja. Mhm. Nupack. Ich hacke nicht, Mann. Hä? Alter. Ich treffe sie nicht mehr. War natürlich ein super Granatenwurf, muss man sagen. Und damit haben wir, sind wir gleich in der letzten Runde. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Ja, das lasse ich da mal. Springe hier mal runter. So. Da, was soll daran ein Hack sein, bitteschön? Ich habe dich genau gesehen, wie du da lang gegangen bist. Hatte dich im Visier. Ich hacke nicht. Im Gegensatz zu dir. Ich habe einfach nur super schnelle Reflexe, muss ich sagen. Boah, ich hatte sie im Visier. Guck mal hier. Hätte ich voll in den Kopf getroffen. Nein. Wahrscheinlich hätte ich da, wäre ich da gestorben. 32,9. Aber der über mir hat auch 33,7. Hier ist es eben so, dass die Gegner nicht nur auf andere Gegner fokussiert sind, sondern auch auf die Ziele der Panzer. Und das macht eben die Sache aus, wo man die Gegner... Ja, wo die Gegner einfach viel anfälliger sind und viel offensiver handeln, als sie es normalerweise tun würden in einem Deathmatch. Einfach nur awesome gerade. 32,9. Na, da will wohl keiner so richtig kommen. So. Ich glaube, da hat auch einer bestimmt Gegenwehr geleitet. Oh, komm, den bring ich mal so um. Ich habe den Luxus. Ich spiele jetzt sogar mit den Gegnern hier, weil die so schlecht sind. Ja, Hacker Kaljin, das stimmt. Aber ich hacke nicht. So, 34,9. Hier hat jemand eine Granate gerade hingeworfen. Sie sollen ruhig zu B kommen. Dagegen habe ich nichts einzuwenden. Die dürfen ruhig zu B kommen. Und man hat ja auch gesehen, zum Beispiel in den Bomben-Matches, da habe ich zum Beispiel verloren. Obwohl, ja gut, da waren drei Hacker wieder. Zwei in dem gegnerischen Team, einer in meinem. Aber trotzdem habe ich da verloren. Ich hacke nicht. Ich in manchen Disziplinen, in manchen Modusen, wenn so die Mehrzahl ist, bin ich einfach gut und in manchen bin ich super schlecht. Ist einfach so. Keiner ist perfekt und... Aber jeder hat irgendwo seine Stärken. Du Loser, Alter. Das sage ich nur zu der, weil sie hackt. Jetzt schreibt sie wieder, you hacker oder nice hack. Ich verstehe gar nicht, warum die so schlecht sind. Oder ich bin einfach viel zu gut. Ohne dass jetzt wirklich so... So, tot. Trifft sich selbst. Tot. Alter. Wie viel Kills ich habe. Guck mal nach da unten, wie viele Sterne. Jetzt wäre es Rache. Boah, ich habe aus dem, was weiß ich, wie stand, 4-0 oder so für Kalle John ein 5-3 für mich gemacht oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt den Plan wieder verloren. Okay, da oben sind welche. Habe ich gesehen, wurden markiert. Oh, da vorne. Tot. Die haut ab. Die plant also hier die Cancelung. Pass auf. Sie holt noch eine Rakete. Habe ich gesehen, sie ist da reingelaufen. Welchen Zweck sollte es sonst haben? Ist jetzt aber abgeknallt. Ach, den Kill habe ich nicht bekommen. Egal. So, sehr schön. Damit haben wir gewonnen. Und ich würde sagen, guck mal drauf. 41,10. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es war. Dann werden wir was anderes machen. Ich war nur überrascht, dass jetzt Black Cat wieder offen war. War eine tolle Runde. Vielen Dank. Ich schreibe mal GG, aber ich glaube, keiner mag mich. Mal gucken, was geschrieben wird. GG, GG, good game, good game. Okay, bis dann, ciao.